Eine Expositur wird man über Soldaten vorstellen. Da gibt es diese nicht, gibt es einen Schluss, wie ist das Ganze angelegt. Ich finde es total packend, mit diesen Unisono-Streichern Oktavierend anzufangen und das lässt sich dann in die Mittellage, in die Mehrstimmigkeit auf. Das ist großartig für mich, hat mir sehr viel gegeben. Und gut, die Leitergeschichte ist halt so das Volkstonal, aber eben schon mit ein bisschen mehr, ne? Das ist ein bisschen ins Symphonische gehend. Wir leben ja in einer Zeit, also zeitgenössische Musik heute, und da muss man sich überlegen, in welcher Zeit leben wir. Nicht? Wir leben in der postmodernen Zeit, das heißt, da ist alles möglich, gibt keine Regeln mehr, jeder komponiert drauf los, wie es ihm gefällt. Im nächsten Augenblick haben wir dann irgendwie was Wienerisches womöglich, nicht? Oder irgendwas wirklich Symphonisches, oder ein Stück davon, man weiß es nicht. Nicht? Ich lasse mich überraschen. Das war nur einmal, ich muss erst nicht fortkommen, wissen Sie, ich brauche ein bisschen. Ich würde einmal sagen, mir gefällt es gut, dieser Aufbau, wie dann diese Unisono-Streiche oktavierend in diese Mehrstimmigkeit überführen, dann dieser dramatische Höhepunkt daraus und dann wieder eine Rahmenhandlung zu schaffen, wieder Pianissimo mit den Schlagwerkern aufzuhören. Das finde ich großartig gelungen und mehr verstehe ich davon. Bis dahin aber nicht. Stiliana Popova-Gorytko hat räumlich und zeitlich einen langen Weg hinter sich, bis sie sich als Komponistin endlich entfalten konnte. Bulgarien, Südafrika, Linz, Bruckner Uni, derzeit ist sie Bruckner Stipendiatin des Landes Oberösterreich. Weit unsere Schülerinnen und Schüler in die Geheimnisse und Gesetzmäßigkeiten der abendländischen Musik ein. Schreibt selbst bevorzugt für Menschen, die ihr nahestehen und die sie auch verstehen. Scheut sich nicht, ihr Innerstes nach außen zu kehren und gibt damit tiefe Einblicke in ihre Seele preis. Entwickelt dabei eine starke Aussagekraft, sensibel ja, sentimental nein. Ist von der Heilkraft der Musik überzeugt und ihr Medium ist heute der Sänger William Mason. Thank you.
Was überhaupt nicht schwierig ist, ist das unglaubliche Niveau dieses Orchesters. Ich bin echt fasziniert. Es ist nur so ein leeres Schulorchester, ja unfassbar, wie toll die Leute da unternehmen. Mit dem RSO abendfüllend zusammenarbeiten dürfen. Also, ich glaube, allzu viel fällt da niemand mehr. Also, Folgendes: Sie haben wahrscheinlich den Unterschied gehört zwischen der ersten Komposition und der jetzigen, nämlich was die Instrumentierung betrifft. Haben Sie das auch bemerkt, wie klar die erste Komposition instrumentiert war? Was ja ein wirklich großes Kunststück ist, richtig instrumentieren zu können. Also die Instrumente so zu setzen, dass sie klar, dass jede Gruppe der Instrumente des Orchesters klar zum Vorschein kommt. Und auch was die Kontraste betrifft, nicht zu plump zu werden, also wenn es dramatisch wird, die Pauke zu verwenden und so weiter, die Blechbläser tiefen, so die Hörner, sondern sagen wir, ein bisschen origineller zu arbeiten. Hier bei dieser Komposition ist mir aufgefallen, habe ich sehr viele Parallelen zu meinem eigenen Abend mit dem RSO rausgehört. Da ist es aber, ich nehme an, das ist beabsichtigt, das nehme ich doch an, ich habe das ja auch beabsichtigt. Wenn gewisse Instrumentengruppen und Figuren, die vorkommen, nicht so wie Schwarz-Weiß-Gemälde plötzlich da, sondern wenn es da Zwischenfarben gibt, zum Beispiel die Celli mit den Kontrabässen zu mischen, jeder spielt eine eigene Stimme, da merkt man deutlich, oh, da muss man was aufpassen, dass man da spielt sich was ab, das ist nicht nur einfach ein Anthrazit, sondern das ist ein Blau unterlegt, kommt man plötzlich drauf. Also, wissen Sie, bildlich dargestellt. Das hat mir schon sehr gefallen. Wenn es dann klarer wird mit diesen Flöten, diese Farbtupfer, diese Sprenkel, auch gut gelungen, finde ich, ist eine großartige Sache. Und vor allem auch textlich, obwohl ich natürlich den Text nicht verstanden habe, keine Chance. Aber wie die Sprache, also das ist ein Dreivierteltakt, und wie sie taktilisch, also in Taktilen angelegt war am Anfang und sich dann aufgelöst hat. In einer freieren, taktilen Form, kann man sagen. Ja. Also eigentlich sogar von der Form her verdoppelt hat. So ist es mir vorgekommen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist mein Eindruck von diesem Stück. Also dieses Verwobene, wirklich, wenn es eine schwarze Seele sein soll, ist es genau das. Das ist genau das, ja. Das ist, ja. Roland, Josef, Leopold, Neuwirth. Nach mehr als 40 extremen Bühnenjahren, nunmehr als Wiener Strammler in Pension. Geboren in Floridsdorf, das sagt viel, Arbeiterkind. Später wohnhaft in Hanoi, das erklärt alles. Wienerlied, Heurigen, aber doch ein bisschen 68er, also E-Gitarre. Liebt das Abgründige und Doppelbödige des Wiener Dialekts, schreibt selbst Gedichte, leider auf Wienerisch, also aus unserer Sicht in einer Fremdsprache. Schafft es aber mit seiner authentischen Art zu raunzen, zu sudern, zu musizieren und jetzt zu plaudern, auch als Wiener mitten in unser Herz hinein. Verbreitet mit seinem Dreivierteltakt nun Walzerseligkeit der anderen Art. Thank you.
weiß nicht, von wem das war, aber es ist ein sehr schönes Stück. Das komplett vergessen, keine Ahnung, also dass ich das einmal geschrieben habe, das offensichtlich war das der Fall. Ein Walzer war es also nur teilweise, das heißt Tanz, angelegter Wiener Tanz, ist ein bisschen was anderes als Walzer, basiert auf dem Ländler-Rhythmus eigentlich und nicht auf dem Walzer-Rhythmus, ist aber dann zum Walzer geworden, zumindest ein Teil davon. Sie können gerne über mich drüber fahren, das bei nichts, ich halte das alles aus. Ja, also es erübrigt sich, das mich selbst zu interpretieren. Es ist leicht gewesen, das zu schreiben, weil es waren keine Bläser dabei. Es ist ein reines Streichorchester gewesen. Es ist immer relativ leicht, sowas zu komponieren und zu instrumentieren. Daher kommt mir auch nicht mehr zu. Wie? Meine Frau schüttelt den Kopf. Warum? Sag's mir jetzt gleich. Steh auf und trete ins Licht. Da kann man nachher wieder was anhören, wissen Sie? Ich glaube, es war nicht so schlecht. Ich meine, es ist nicht sehr zeitgemäß, aber das war ich nie. War ich nie. Die Zweckfreiheit der Kunst war mir immer ein Gräuel. Einfach so ins Leere zu schreiben, habe ich immer als sinnlos empfunden. Daher habe ich mich auch in der Wiener Musik etwas breit gemacht, würde ich sagen, also quasi ausgebreitet. Weil ich denke mir immer, wenn, das ist meine ureigene Philosophie selbstverständlich, die nicht unbedingt Bedeutung haben muss für überhaupt, im Allgemeinen, aber ich denke mir, wenn man sich den Kleinen für sich selbst ganz klein, schmal und überschaubar absteckt, hat man darin mehr Freiheiten und die Dinge gehen eben nicht ins Leere. Das heißt, zu leben in einer postmodernen Zeit, wo alles erlaubt ist, wo es keine Richtungen gibt, ja, wo also alles eine gleiche Gültigkeit hat, sodass es letztendlich gleichgültig wird, damit habe ich meine Schwierigkeiten, das geht ganz offen und ehrlich zu, da wärme ich ein bisschen dagegen, weil ich glaube, wenn man das macht und das macht und das dann alles zusammenmixt, dann kommt eigentlich nichts aus. Von jedem ein bisschen was ist eigentlich so viel wie nichts. Und daher meine Empfehlung an mich selber, Roli, mach so weiter und schau, dass du in deinem Dings halbwegs das Niveau holst. Danke. Genannt Tommaso, Musiker haben halt schon seit Jahrhunderten eine Vorliebe fürs Italienische, lebt in Leonding, wo man sehr stolz ist auf ihn und ihn auch mit einer Symphonie für die Stadt beauftragte. Wandelte sich vom Blockflötisten alter Musik zum Jazz-Saxophonisten und zum Komponisten, der am Attribut gefällig nichts Anstößiges findet. Begeht aber